Das ist Sonja. Sonja möchte sich unbedingt ein neues Smartphone kaufen. Doch alle Modelle, die ihr gefallen, sind sehr teuer. Sonjas Lieblingssmartphone kostet 720 Euro. Sonja kann es sich nicht leisten, den gesamten Betrag auf einmal zu zahlen. Sie entscheidet sich also für einen Ratenkauf. In einem Ratenvertrag vereinbart sie mit dem Händler, wie lange und wie viel sie bezahlt. Sonja hat Glück. Bei dem Ratenkauf muss sie keine Zinsen zahlen. Sie entscheidet sich, jeden Monat 30 Euro zu bezahlen. Sonja ist sich nämlich sicher, dass sie diese Rate jeden Monat zahlen kann. Nach 24 Monaten hat Sonja den Ratenkauf abgeschlossen. Das Smartphone gehört nun komplett ihr.